Hey, grüßt euch Leute, mein Name ist Yahya Zettin und heute habe ich einen ganz besonderen Gast in unserer Praxis. Moin Leute, Experte am Start. Heute bin ich bei Elita Transplant, bei dem Pigmentierungsguru. Und wie einige von euch schon mal wissen, ich hatte eine Haartransplantation vor ungefähr 10 Monaten und heute bin ich für ein Beratungsgespräch für eine Pigmentierung hier und freue mich hier sein zu können. Ich freue mich mega, dass Osman, aka der Experte, heute bei uns zu Gast ist. Wir haben schon das Vorgespräch geführt und sind zu der Einigung gekommen, dass wir einen Patch-Test machen. Aber Osman, ich möchte dich nochmal fragen, um welchen Bereich handelt es sich nochmal und was möchtest du genau mit der Pigmentierung erzielen? Also danke für die Frage. Ich hatte vor, wirklich nach der Transplantation hatte ich ja den vorderen Bereich quasi voll gemacht. Und für mich war es jetzt wichtig, den hinteren Bereich aufzufüllen quasi, wenn man es vielleicht sieht, dass da noch ein bisschen Zeit ist für die zweite OP. Und mir wurden 4500 Grafts verpflanzt. Die Grafts kommen nicht mehr wieder. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie es hinten aussieht, aber es sind halt noch Lücken da, halt so kleine Lücken, und die möchte ich halt schließen mit der Pigmentierung. Super, das ist auch unser Ziel und deswegen führen wir jetzt bei Osman den Patch-Test durch. Was das ist und was für Vorteile die so ein Patch-Test mit sich bringt, wird ihr gleich erfahren. So, wie ihr gerade hinten sehen könnt, wird jetzt der Osman pigmentiert. Er führt jetzt den so angekündigten Patch-Test durch. Ich erkläre mal kurz für euch, was ein Patch-Test ist und was für Vorteile das Ganze mitbringt. Es gibt immer wieder Patienten, die sagen, ja, Herr Zettin, klingt gut, klingt alles plausibel, aber ich weiß nicht, ob das alles wirklich auch schmerzfrei ist. Oder ich weiß nicht, wie das Ergebnis aussieht, ob es mir stehen würde, etc. Dafür bieten wir den Patch-Test an. Da wird eine kleine Fläche pigmentiert, Pi mal Daumen, 2-3 cm mal 2-3 cm. Vom Dauer her kann man sagen, sind es ungefähr 10 bis 15 Minuten. Da wird, wie gesagt, eine kleine Fläche pigmentiert und danach haben Sie bzw. hast du die Möglichkeit wirklich zu sehen, okay, die Pigmentierung ist was für mich und es fühlt sich auch gut an, die Behandlung, und dann kannst du das Ganze natürlich durchführen lassen. So, für das Ganze brauchst du ein Investment von nur 150 Euro. Das Investment wird jetzt nicht ins Leere gehen, sondern falls du dich jetzt nach 2-3 Monaten für die Behandlung entscheiden solltest, werden diese 150 Euro entgegengerechnet. Das heißt, du kannst mit einem Patch-Test schon deine Gewissheit haben, ob die Behandlung was für dich ist, und hast am Ende nicht mal einen finanziellen Schaden davon. So, jetzt wollen wir mal den Experten fragen, wie sich das Ganze anfühlt und wie es ihm gerade geht. So, Osman, wie sieht's aus? Moin Leute, alles perfekt. Super. Hast du Schmerzen? Nö, gar nicht eigentlich. Ich war fast sogar eingeschlafen gerade. Okay, das hört sich schon gut an. Bist du gespannt auf dein Ergebnis? Ja, auf jeden Fall. Okay. Super, gut. Dann würde ich sagen, beiß noch 10, 15 Minuten die Zähne zusammen und dann sehen wir uns am Ende nochmal das Ergebnis an und dann kannst du ja nochmal gerne dein Fazit geben. Machen wir es so? Ja, dann sehen wir uns. Okay, super, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich glaube, das waren jetzt knapp 15 Minuten und ich möchte auch nicht so lange reden und direkt Osman fragen. So, wie war das Ganze für dich? Also tatsächlich war eine Erfahrung, war eine gute Erfahrung. Ich habe gehört, bei einigen tut es weh, viele sagen, es tut nicht weh, bei mir hat es persönlich nicht weh getan. Wenn du die ersten zwei Nadeln quasi noch reingestochen bekommst, ist erstmal ein komisches Gefühl, aber man gewöhnt sich sofort dran eigentlich. Und ich bin mal gespannt, wie die Bilder jetzt im Vorher-Nachher-Vergleich aussehen. Und ich bedanke mich ganz herzlich hier.
Ja, ich habe zu danken. Also für mich war es auf jeden Fall eine große Ehre, dass du dabei warst. Ich verfolge ja deine Videos. Für alle, die es nicht wissen, unten in der Beschreibung verlinken wir seinen Kanal. Da könnt ihr nochmal das Ganze sehen, wie seine Haartransplantation etc. abgelaufen ist. Er hat da wirklich informative Videos und viele Beiträge dazu. Also einfach unten in der Beschreibung Seite aufrufen, abonnieren und da habt ihr auf jeden Fall mehr Einblick von dem Experten. Auf jeden Fall danke nochmal, dass du da warst, Osman. Hat mich extrem gefreut und ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback. Und hast noch ein paar abschließende Worte? Ja, wir sehen uns halt morgen nochmal. Da kommt halt das Video mit dir nochmal raus, wo du mich einfach ein bisschen berätst für die Zuschauer nochmal. Ich erzähle von meinen Erfahrungen und ich würde dann sagen, bis morgen. Super, dann würde ich sagen, auf jeden Fall vorbeischauen. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt von Osman. Danke vielmals. So, bevor ich es auch vergesse zu erwähnen, wie ihr hier sehen könnt, haben wir endlich das Dr. Balbi Produkt, worauf ihr lange gewartet habt. Sehr viele unzählige Vorbestellungen sind eingegangen und jetzt ist es endlich auch zu haben mit neuer, verbesserter Rezeptur und mit einem schickeren, ich denke, angenehmeren Design. Link dazu findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja schon, abonnieren, Glocke aktivieren, abonniert uns auf Instagram, dann verpasst ihr auch wirklich gar nichts. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Patch-Test, auch da würden wir einfach mal Link, Kontaktdaten hinzufügen. Fragen kostet nichts, ihr wisst ja schon. In diesem Sinne, danke fürs Vorbeischauen und ich freue mich schon auf ein neues Video mit euch, hier dabei sein zu dürfen. In diesem Sinne, alles Gute, bis dann.